Ich habe für euch heute diesen Kranz vorbereitet. Und zwar ist das ein Kranz, den ihr auch hundertprozentig hinbekommt, weil der super einfach ist. Dazu braucht ihr verschiedene Grünkombinationen. Ich habe einmal hier so eine Eukalyptusranke rausgesucht. Das sind hier solche kleinen künstlichen Kardendisteln. Diese kleinen Fuchsschwänze getrocknet. Pampasgras in einem Braunton, in einem Roseton. Dieses grüne Tillandsienmoos, so ein bisschen Rinde, feine Kieselsteine und wie ich finde, zu diesem Farbton super passend, diese salbeifarbene Kerze. Die Unterlage sollte so ein bisschen grobe Unterlage sein, die euch auch wirklich genug Lücken lässt, um da was reinzustecken. Das vereinfacht das Ganze. So, und den Anfang machen wir jetzt mit dieser Eukalyptusranke. Das heißt, ich stecke das jetzt einfach hier rein. Das muss man gar nicht groß befestigen. Jetzt geht es weiter mit dem Pampasgras und da einfach die Wedel anschauen, wenn die euch zu groß sind, dann einmal teilen. Diese Wedel werden einfach in den Kranz reingesteckt, ne, dafür dieses grobe Material, dieses Rebmaterial. Und wichtig ist, dass das gegen den Uhrzeigersinn geht, dass alle im Grunde genommen die gleiche Richtung einhalten, weil dann gibt es hinterher so einen harmonischen Kranz. Der große Vorteil ist halt, wenn euch irgendwas daran nicht gefällt, dann zieht ihr das Gras wieder raus und fangt von vorne an oder steckt es einfach ein bisschen um. Diese Graswedel sollten also wirklich um den Kranz auch so ein bisschen sich drumherum bewegen. Also nicht nur oben drauf wie die Kirschen auf der Torte sitzen, sondern schon, dass man diese Rundung von dem Kranz auch mitnimmt und schön rausarbeitet, damit es auch wirklich hinterher ein Kranz ist. Zu dem Gras würde ich euch noch den Tipp geben, das fusselt so ein bisschen aus mit der Zeit. Das könnt ihr verhindern, indem ihr mit einem Haarspray einfach mal kräftig darüber geht. Dann bleibt das Ganze so ein bisschen an diesen kleinen Ästchen auch dran pappen und ihr habt länger was davon. Jetzt habe ich hier noch diese kleinen künstlichen Disteln rausgesucht. Die haben den ganz großen Vorteil, die sind schon angedrahtet. Das heißt, da könnt ihr diese Metallringe mitarbeiten oder halt eben Kranz dazwischen arbeiten. Egal was, es ist eigentlich gerade für Ungeübte, für Nicht-Floristen eigentlich eine super Hilfe. Und die stecken wir jetzt einfach noch in unseren Kranz dazwischen. Hier so in diese Lücken rein. Da mal zwei zu einer Gruppe zusammenstecken. Jetzt nehmen wir noch dieses Tillandsienmoos dazu. Das so ein bisschen auseinanderrupfen. Und halt eben alles, wo man jetzt noch dieses Holz sieht, was man vielleicht nicht sehen möchte, so ein bisschen noch dazwischen ziehen. Jetzt setzen wir in die Mitte noch das Windlicht rein. Da habe ich hier so ein tulpenförmiges Glas rausgesucht. Diese salbeifarbene Kerze. Und ich würde jetzt hier um den Kies herum einfach noch mal so ein bisschen Rinde reinmachen und noch so ein bisschen Islandmoos oder auch diese kleinen Stückchen von diesem Tillandsienmoos reinsetzen. Jetzt habe ich hier wirklich eine Kordel rausgesucht, so eine Makramee-Kordel. Das ist exakt der Farbton von dem, was wir unten kombiniert haben. Und die werde ich jetzt einfach hier oben um den Hals von dem Windlicht noch so zwei, dreimal drum drehen. So, dann machen wir hier vorne noch eine Schleife. Ich finde, das ist ein toller Kranz. Damit könnt ihr euch die Terrasse verschönern oder auch vielleicht euer Wohnzimmer, euren Esszimmertisch. Denkt ein bisschen um auf Weihnachten hin, mit Konifere, mit Tanne, mit verschiedenem Grün oder mit Seidenkiefer und steckt das ganz genauso in den Kranz. Dann habt ihr wirklich auch mit wenig Material einen wunderschönen Kranz gefertigt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten und würde mich über Kommentare freuen. Bis dahin, tschüss!